Max, hör doch endlich mit dem dämlichen Zoomen auf, das nervt. Okay, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Unsere Karriere mit dem BVB geht heute in die nächste Phase und in der letzten Episode sind wir in die Bundesliga-Saison 2015-2016 bzw. in unseren Köpfen 2016-2017 gestartet und das relativ erfolgreich mit 2 Siegen aus 2 Spielen gegen Borussia Mönchengladbach und den FC Ingolstadt. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie die ganzen ausgegangen sind, dann schaut euch die letzte Episode an, die 4. Würde ich mich drüber freuen. Lasst auf diese hier einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefällt, ist eine großartige Unterstützung die beste, die ihr überhaupt da lassen könnt. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Ist für euch nur ein Klick. Und für mich und diese Serie ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es gibt heute nochmal den Transfer Deadline Day. Und dazu gucken wir uns den Kalender an, was noch so abgehen wird. Wir spielen ja gegen die Hertha BSC, beziehungsweise gegen die Hertha aus Berlin. Dann auswärts gegen Hannover 96. Dann gegen Bayern 04 Leverkusen. Und vielleicht noch gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Leverkusen werde ich selber spielen. Ja, Hannover 96 und gegen Hertha werde ich das Ganze simulieren und mal schauen, wie das Ganze läuft. Gerade eben habe ich schon 2-mal dieses Video hier aufgenommen bzw. gestartet. Ich habe beide Male die Elgato keinen Bock gehabt, das habe ich im PC neu gestartet. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich möchte noch mal ganz kurz darüber reden, was so in den letzten Episoden aufgefallen ist, was ihr euch so erwünscht habt, beziehungsweise was so die Kommentare ergeben haben. Und zwar folgendermaßen. Zunächst einmal, warum dieses Gesume? Ganz einfach, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich möchte euch nicht spoilern. Wenn da beispielsweise 3 Angebote sind, 3-mal Angebote akzeptiert, dann ist es doch langweilig, wenn das alles auf einen Haufen ist, beziehungsweise alles auf einmal ist. Ich mache das lieber gesondert, beziehungsweise in so einer Reihenfolge, immer nacheinander. Dann habt ihr immer mehr davon und es gibt halt einfach nicht direkt den Spoiler, wenn man einmal auf den Posteingang geht. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool und werde das so weitermachen, vor allem bei Transfers, ansonsten wird das Zoom sich sowieso extrem reduzieren. Und dann haben wir noch die andere Geschichte. Max, du hast 150 Millionen, kauf dir doch krasse Spieler und nicht solche wie Origi. Wir wollen das Ganze in gewisser Weise noch realistisch gestalten. Natürlich ist es nicht realistisch, dass Mkhitaryan, Gündogan und Hummels weggegangen sind. Allerdings ist das meine Karriere und das ist meine Art, Karriere zu spielen. Ich mag es nun mal, Spieler wie beispielsweise Stendera, Origi oder auch Ben Yedder zu holen, um dann im Endeffekt zu versuchen, die richtig hoch zu pushen, beziehungsweise mit denen das Bestmögliche zu erreichen und eventuell teurer wieder zu verkaufen und mir dafür neue Spieler zu kaufen, weil ich natürlich auch ein bisschen ausprobieren will in dieser Karriere. Dazu muss man sagen, nicht immer sind die Spieler mit dem besten Rating die overpoweredsten, sondern beispielsweise Origi, der ist groß, der ist schnell, der ist körperstark, der könnte ziemlich overpowered sein. Anders beispielsweise halt ein Suarez, der ja relativ schnell zwar ist, aber nicht beispielsweise so körperstark, dafür halt das 90er Rating hat, aber halt auch ungefähr 60 Millionen mehr kostet. Das ist schon mal eine Logik dahinter. Ich kenne Karriere schon ganz gut und das wird schon funktionieren und wir werden trotzdem versuchen, natürlich die europäische Krone zu erreichen beziehungsweise in der Liga zu rocken und ich denke mal, mit meiner Art und Weise Karriere zu spielen, wird das schon funktionieren. Des Weiteren nochmal die Frage zu beantworten, auf welche Schwierigkeit spielst du, das sehen wir jetzt im Hintergrund. Schwierigkeitsgrad jetzt im Hintergrund. Ich spiele auf Legende, Spielgeschwindigkeit, schnell, Halbzeitlänge 5 Minuten. Und das ist, denke ich mal, auch in Ordnung. Und damit haben wir jetzt die Sachen aus der letzten Episode abgehandelt und gehen mal zur Bestätigung, beziehungsweise zum Spoiler, beziehungsweise zum Cliffhanger der letzten Episode. Wie sieht es denn aus mit Bojan? Und ich kann euch beruhigen, Bojan hat das Angebot akzeptiert und wird zur Borussia dazustoßen. Sehr, sehr schön Transfer für 25 Millionen von Stoke City. Kriegen wir den Spanier neu dazu. Der wird unser zentral offensives Mittelfeld verstärken, kann auch auf dem Flügel agieren, beziehungsweise im Sturm. Von daher auf jeden Fall eine vielseitige und gute Verpflichtung. Die Frage ist, werden Wakagawa noch los, beziehungsweise verkaufen Wakagawa noch oder nicht? Aber nichtsdestotrotz ist dieser Transfer auf jeden Fall Bombe. Zunächst einmal machen wir den ersten Transfer für diese Episode von uns weg. Und zwar ist das Dominik Reimann, der geht auf Leihbasis zu Crew Alexandra. Das zweite Heimspiel der Saison und das ist unsere Startaufstellung. Bürki, Mustafi, Sokrates, Piszczek, Volland, Castro, Özyakub, Schmelzer, Reus, Kagawa, Aubameyang. Bisschen konfuse Vorlesungsweise, aber das ist egal. Wir gehen rein gegen die Hertha und schauen mal, wie die sich bisher so präsentiert haben. Bei den Berlinern läuft es bisher noch nicht ganz so gut. 2 Niederlagen aus den ersten beiden Spielen gegen Bremen und gegen Augsburg. Jeweils mit einem Torunterschied verloren, spielen im 4-2-3-1. Und heute im Signal Iduna Park wollen wir den nächsten Sieg für uns holen, beziehungsweise die nächste Niederlage für die Berliner eintüten. Deswegen legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Die Spieler wärmen sich auf und damit geht es rein in die Partie. Und Schieber macht nach 3 Minuten das 1-0. Das ist natürlich ein ganz, ganz miserabler Start für unsere Mannschaft. Ausgerechnet der ehemalige Dortmunder mit dem Führungstreffer für die Berliner. Und nach 30 Minuten steht immer noch 1-0. Volland macht den Ausgleichstreffer, unser Neuzugang von der TSG 1899 Hoffenheim. Sokrates kriegt die gelbe Karte, genauso wie Mustafi. Also unser Innenverteidiger-Duo ist jetzt gelb belastet. Ansonsten bis zur 70. passiert hier anscheinend nicht viel, abgesehen von ein paar Wechseln. Bender kommt für Castro. 80. Minute immer noch 1-1. Özyakub und er trifft und macht das 2-1 und holt uns somit im dritten Spiel dieser Saison den dritten Sieg. Sehr, sehr schön. Wir sind angekommen am Transfer Deadline Day und schauen mal, was hier so gehen würde. Ich werde euch ja informieren, wenn irgendwas passiert.
Und direkt nach einer Stunde haben wir ein Transferangebot für Shinji Kagawa vom FC Chelsea. Ich mache das mal auf 30 Millionen hoch, über 23 Millionen war es. Chelsea würde 27 Millionen für den Japaner berappen, aber ich gehe hoch auf 29,5, komme denen nur slightly entgegen. Und jetzt haben sie das Angebot akzeptiert. Eine weitere Identifikationsfigur der Dortmunder wird uns verlassen, aber wie gesagt, ich habe nicht unbedingt auf Kagawa gebaut. Von daher schauen wir mal, wenn sie sich dann über das Gehalt einig werden, ist das für mich auch ein vernünftiger Transfer. Dazu haben wir ein Angebot für Dux erhalten von Union Berlin und das Angebot zu Leihe nehmen wir auf jeden Fall an. Und da haben wir die Bestätigung. Kagawa versucht das zweite Mal in England. Mal sehen, ob es diesmal besser läuft. Und irgendwie ist hier gerade richtig Party. Das nächste Angebot für einen Keeper vom Wolfsberger AC. Die leihen sich Henrik Bohmann aus. Nebenbei bemerkt haben wir da unten gerade die absolute super News. Und zwar verkauft Juventus Turin. Paul Pogba an den FC Bayern für 71 Millionen. Ganz, ganz krasse Sache. Bin ich mal gespannt, wie das unser Meisterschaftskampf so beeinflussen wird. Marian Saar verleihen wir an den FSV Frankfurt für eine Saison in der zweiten Liga. Sehr schöner Transfer für ihn. Und damit haben wir im letzten Spieltag doch nochmal ganz gut Bewegung drin. Wir haben Kagawa verkauft, wir haben noch einige Spiele ausgeliehen und Bojan haben wir ja gerade schon ein paar Tage vorher gekauft. Bin gespannt, wie es damit laufen wird. 166 Millionen wurden am letzten Tag allgemein ausgegeben. Leider Gottes hat sich Gonzalo Castro im Training verletzt, allerdings nur 7 Tage und ist dementsprechend relativ schnell wieder zur Verfügung. Da wir sowieso Länderspielpause haben, ist eigentlich auch egal. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade eben beispielsweise Pazlak verliehen, was mir irgendwie besser gefallen hat, aber diese Trainingsergebnisse gefallen mir dafür einigermaßen, zumindest die von Schendera und Mustafi. Bei Volland, Oxford und Özyurkuk sieht es dafür nicht so schön aus. Und da gerade Länderspielpause ist, sind einige Spieler weg und wir trainieren unter anderem Ben Yedder und Pulisic. Pulisic steigt sogar auf 64, belohnt sich direkt auch. Bei Volland sieht es gut aus, bei Schendera sowieso und bei Oxford und Ben Yedder immerhin. Never change a winning team, das wollen wir uns mit nicht mehr... Never change a winning team, das wollen wir uns mehr oder weniger zu Herzen nehmen. Vor der Partie gegen Hannover 96, keine Änderung in der Startelf, abgesehen von Kagawa, der jetzt weg ist. Und Bojan übernimmt seine Rolle im zentraloffensiven Mittelfeld. Ansonsten sieht das sehr solide aus. Mal schauen, wie es gegen 96 laufen wird. Gerade eben haben wir 3-0 gewonnen durch 3 Tore von Aubameyang. Mal sehen, ob es diesmal genauso gut wird. Hannover übrigens ganz ausgeglichen geschaut, wie ihr sehen könnt. 3-1 Sieg gegen Darmstadt, Niederlage gegen Leverkusen und 2-2 gegen Mainz. Jetzt zu Hause gegen Dortmund. Milošević nach 5 Minuten mit der gelben Karte. Nach 20 Minuten ist noch nichts passiert. Vielleicht aber jetzt irgendwann so um die 30. gelbe Karte für Sorg. Gerade eben war es da das 1-0 durch Aubameyang. Aber jetzt steht es zur Halbzeit hier offenbar 0-0 von Dortmund. Kommt noch nicht so viel. Ben Yedder kommt für Aubameyang. Das heißt, der wird definitiv nicht sein nächstes Tor erzielen. Bei 96 gibt es auch 2 Wechsel und Kiyotake verletzt. Milošević geht mit gelb-rot vom Platz. Das heißt, wir sind in Überzahl. Und Sobirk macht das 1-0 für Hannover. Oh wei. Das ist natürlich alles andere als schön. Und das zeigt wieder, simulieren auswärts ist immer beschissen. Und damit haben wir einen neuen Tabellenführer. Und zwar den FC Augsburg mit 10 Punkten. Denn die haben noch nicht verloren, anders als wir. Wir jetzt mit 9 Punkten und einer Tordifferenz von 4 auf dem zweiten Tabellenplatz. Können aber noch von Schalke überholt werden. Das war natürlich gerade überhaupt nicht der Plan. Mal sehen, ob es im Training jetzt dafür besser läuft. Ja, wir haben 4x C und 1x D bei Stendera. Oxford nähert sich langsam seiner 66. Gegen Leverkusen muss das definitiv besser laufen und deswegen motivieren wir unsere Jungs mal, damit sie da auch eine gute Leistung zeigen. Die Scout-Berichte sind übrigens momentan recht nutzlos und auch langweilig. Never change a winning team gilt natürlich nicht, wenn man verliert und dementsprechend machen wir 2 Wechsel. Özyurkuk geht auf die 10, Bender kommt rein für Castro im Endeffekt, für Bojan im Endeffekt und Durm kommt auf die Linksverteidigerposition für Marcel Schmelzer zum Einsatz. Zu Hause, zweites Heimspiel der Saison gegen Bayern 04 Leverkusen, der zweite Top-Gegner. Auf geht's! Die Spieler sind bereit, die Fans sind bereit und ich bin auch bereit. Gegen Leverkusen muss im zweiten Heimspiel, das wir jetzt hier live erleben, auf jeden Fall einiges passieren. Nochmal dürfen wir uns die Niederlage nicht erlauben. In der Tabelle stehen wir mittlerweile auf Tabellenplatz 4, Leverkusen einen Punkt hinter uns. Das heißt, Siegen ist Pflicht, denn sonst zieht Leverkusen, wenn sie gewinnen sollten, an uns vorbei. Bei Bayern 04 debütiert Aymeric Laporte für 41 Millionen, haben sie den von Athletic Bilbao geholt und das ist natürlich mal ein Ausrufezeichen, denn das ist eine definitive Verstärkung für die Defensive der Werkself. Und warum Bender spielen wollte, wird klar, wenn man sich die Elf von Leverkusen anguckt. Da haben wir Leno, Hilbert, Papadopoulos, Laporte und Wendell davor. Der Zwillingsbruder Lars Bender, Kampel, Karim, Bellarabi, Hakan Çalhanoğlu auf der 10. Stefan Kießling und vorne rein Chicharito, Javier Hernandez. Natürlich haben wir auch einen ehemaligen Leverkusener bei uns in der Mannschaft, Gonzalo Castro, erstmals gegen seine alte Liebe unter der Leitung von Helmer Wasserschneider. Das wird spannend. Ich würde sagen, mit diesen Fans kann es losgehen. Auf geht's in die Partie gegen Leverkusen.
Die erste gute Situation nach knapp 3 Minuten. Freistoß 30 Meter. Marco Reus mit der Gelegenheit, der Pfosten rettet. Und fast das Eigentor von Wendell. Erste richtige, große, aufregende Szene der Partie nach gerade mal 3 Minuten. Und das wäre natürlich ein idealer Auftakt gewesen. Aber leider rettet der Pfosten für Leverkusen. Bender, Aubameyang, 1:0, die frühe Führung ist trotzdem da, 7. Spielminute und Pierre-Emerick Aubameyang macht seine nächste Bude. Ganz, ganz stark von Sven Bender, jetzt weiß ich doppelt, warum er spielen wollte. Erst schön gespielt von Özyaku auf die Außenposition und dann passt Laporte nicht richtig offen, Papadopoulos steht nicht bei Aubameyang und das rächt sich, denn der Gabuner mit seinem ersten Tor, Leno, ist chancenlos. Castro hat freie Bahn, Schussversuch, aber Leno ist da. Leverkusen ganz schwach in dieser Anfangsphase, da sieht man es bei Chicharito. Da ist Nervosität im Mittelfeld und überhaupt kein Zugriff, wenn wir uns hier nach vorne kombinieren. Man sieht das schon. Okay, das war ein schlechtes Beispiel. Schöner Ball auf Castro, die Flanke. Aubameyang kommt aber nicht ran. Die Partie plätschert gerade so ein bisschen vor sich hin. Viel passieren tut nicht. Vielleicht er jetzt durch diese Ecke. Castro wird die in die Mitte schlagen. Und da steht Sven Bender. Bender auf der Linie geklärt. Özyaküp aus der Distanz mit dem Volley. Leno ist da. Ganz, ganz starke Szene. Und auch die nächste Ecke wird wieder gefährlich. Wieder durch Bender. Und dann klärt sein Bruder im Endeffekt im Kopfballduell. Jetzt schwimmt Leverkusen aber gut. Sven Bender. Pass auf Reus. Reus mit ganz viel Platz auf der Außenbahn. Normalerweise darf man sowas nie machen, aber in der Mitte steht gerade keiner. Also zurück auf Schmelzer. Jetzt die Flanke, zweiter Pfosten. Volland nochmal in die Mitte. Ungefährlich Özyaküp kommt. Voller mit der starken Balleroberung und jetzt ist Halbzeit im Signal Iduna Park. Es steht 1:0 und das verdient für den BVB von Leverkusen. Bisher noch gar nichts in der Offensive zu sehen, gerade Chicharito komplett abgemeldet. Wir selber sind näher dem 2:0, als Leverkusen dem 1:1 ist. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Er zieht ab. Der erste Torschuss der Leverkusener und das war auch, naja, eher ein cooler Ding. Auch wenn es knapp war. Reus. Marco Reus mit der Flanke. Aubameyang 2:0. Zweites Kopfballtor. Das zweite Mal über die linke Außenbahn der Dortmunder, die rechte der Leverkusener. Und das zweite Mal ist der Ball drin. Schön gespielt. Der Ball in den Lauf von Marco Reus. Und der, da lässt dann Hilbert, das ist glaube ich alt aussehen. Aubameyang gewinnt das Kopfballduell gegen Aymeric Laporte, vor dem ich so eine Angst hatte. Und Leno ist, naja, nicht ganz chancenlos, aber sieht nicht super glücklich aus. 2:0. Vorentscheidung. Und jetzt haben wir erstmals Bojan am Ball, gerade eingewechselt in den Lauf von Kevin Volland, der gegen Papadopoulos, da wird er noch ein bisschen umgetackelt, aber natürlich fair gemacht vom Griechen. Wieder Bojan gegen Wendell, setzt sich da durch und wird gefoult. Ja, bisher lassen sie ihm noch keinen Raum. Der Vorbereiter des zweiten Tores durfte gerade das Spielfeld verlassen in Form von Marco Reus. Origi ist jetzt drin, aber erstmal kommt Bojan. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich hinspielen soll, aber jetzt wäre am zweiten Pfosten Origi. Aber die Flanke war natürlich deutlich zu lang. Kommt er da noch ran? Kommt er da noch ran? Nee, kommt er nicht mehr. Wieder Bojan, sein erster Schuss. Jetzt bin ich gerade ein bisschen auf dem Trip, aber normalerweise mache ich gar nicht so wirklich was dafür, dass er diese Bälle bekommt. Das ist einfach Zufall. Trotzdem kann er hier keinen Profit ausschlagen. Die Ecke bringen wir mal raus auf die Wok Origi und versuchen es. Volley, was ein Geschoss, wäre das Ding reingegangen. Das wäre schön gewesen. BVB heißt 1899 Hoffenheim. Und da sollten sie einfach ähnlich stark agieren. Origi, klasse auf der Außenbahn. Das ist Bender. Da ist Aubameyang am zweiten Pfosten. Aubameyang 3:0. Der Mann mit der Nummer 17 mit dem Hattrick. Und das ist die endgültige Entscheidung im Signal Iduna Park. Gegen Hannover hat er nicht gemacht, in der ersten Simulation schon, jetzt nicht. Und jetzt kommt es hier gegen Leverkusen und das war sehr stark gemacht von Bender, der ein klasse Spiel gemacht hat. Und Aubameyang wieder ohne Probleme reinzumachen, Leno wieder chancenlos, wunderbar. Und ich weiß, was jetzt passieren wird, denn jetzt wechseln wir unseren dreifachen Torschützen aus und er darf sich feiern lassen und vom Platz gehen, der Mann. Mit der Nummer 17, 6. Tor im 5. Spiel für unseren gabunischen Stürmerstar. Ich kann nicht mehr reden. Und wir bringen nochmal jetzt einen weiteren Joker hier rein, einen weiteren Stürmer. Und zwar Wissam Ben Yedder, der kommt nochmal zu einem Kurzeinsatz zumindest.
Und vielleicht können wir ja noch einen Konter setzen. Das wäre natürlich schön, aber natürlich feiern wir erstmal Pierre-Emerick Aubameyang. Und da ist tatsächlich nochmal die Kontergelegenheit über Kevin Volland, der deutlich schneller ist als Lars Bender. Die Flanke auf Ben Yedder, der kommt aber nicht ran. Der ist nämlich nicht ganz so groß wie Aubameyang. Und zwar Kopfballspezialist, aber nicht ganz so stark. Und dann ist auch Feierabend. Borussia Dortmund gewinnt das Spitzenspiel der Bundesliga gegen Bayern 04 Leverkusen. Klar mit 3:0, dreimal Pierre-Emerick Aubameyang ist der Torschütze. Wir sehen die Bender-Zwillinge und einer, der unbedingt spielen wollte, hat das bessere Ende für sich. Hat eine klasse Partie gemacht, ein Tor selber vorbereitet, im Endeffekt noch eingeleitet, mehr oder weniger. Ne, zwei sogar vorbereitet, eins mit eingeleitet. Aber natürlich kann keiner heute Aubameyang irgendwie das Wasser reichen. Er schnappt sich den Ball und das vollkommen zurecht, denn den darf man nach Hause nehmen, wenn er einen Hattrick gemacht hat. Wir verabschieden uns aus dem Signal Iduna Park mit dem 3:0 gegen Leverkusen. Parallel hat 96 übrigens 2:0 gegen Augsburg gewonnen. Das sieht gut aus bei denen nach dem Sieg gegen uns. Und Bender dankt dafür, dass er spielen durfte. Ich danke aber eher zurück, denn das war eine ganz starke Performance. Wir trainieren nochmal und dann war es das für diese Episode. Ich habe mich entschieden, das Spiel gegen Hoffenheim in die nächste rein zu verlegen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oxford mit einem A und Volland mit einem A. Ansonsten zweimal C und einmal D bei Mustafi. Sieht gut aus und das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Wir gehen zum Abschluss auf die Tabelle. Wir stehen momentan einen Punkt hinter dem FC Schalke 04 und unser Ziel wird in der nächsten Episode sein, den zu überholen. Wenn euch gefällt und gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Instagram und Twitter vorbei und wir sehen uns dann, ich denke mal, spätestens am Dienstag wieder mit der nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Macht's gut, passt auf euch auf, bis dann, haut rein und ciao.